Hallo Leute, der Azans 054 mit Let's Play Elements Destiny Ancient Powers. So, bevor mich hier dieses Phantom erwischt, wäre ich jetzt gerne noch geflohen. Ja, es geht auf jeden Fall hier in dem Haus. Ja, es geht hier in dem Anwesen weiter. Ich habe diesen Kampf gerade schon mal gemacht, weil mich der Geist die ganze Zeit genervt hat. Und Aras und Sarosh haben Level Up dazu bekommen. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, falls sich jemand fragt, wie die Werte zustande kommen. Gerade ein Level Up dazu bekommen. So, jetzt sind wir hier im Schlafzimmer. Und hier waren wir noch nicht. Aber mal schauen, was es hier so zu finden gibt. Wir brauchen noch eine Tafel und ein Fragment. Okay, hier ist auf jeden Fall was. Gedenktafel 1 erhalten. Aha. Dann fehlt aber jetzt noch ein Fragment, ne? Eigentlich. Warte mal, da unten war ich schon, ne? Genau, hier sind Notizen. Ach, kann ich nicht mal flüchten, Mensch? Alter! Jetzt reicht's. Jetzt mach. Ich darf hier nicht flüchten aus dem Kampf, ne? Okay. Wir müssen kämpfen. Toll! Nee, ich darf aus diesem Kampf nicht flüchten. Wie mir scheint. Doch, ich darf. Das hat sich mal wieder gelohnt. Eine richtig dolle Wurst. Okay. So, also pass auf. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Genau, das ist jetzt der obere Bereich. Jetzt sind wir wieder unten. Wir haben jetzt, jetzt muss ich mal in mein Inventar gucken, die Gedenktafel. Hier steht etwas lang. Hier steht Lebe und hier steht Yasra. Okay, lang lebe Yasra. Und wir haben... Wo sind die Sachen? Ach nee, nee, passt schon, passt schon, passt schon. Dann haben wir alles. Und zwar das, was ich vorhin gefunden habe, war ja das Schildkrötenfragment. Das ist wieder eines der Fragmente, die wir dann später noch brauchen. Tigerfragment haben wir, Wiefernfragment haben wir, Löwenfragment haben wir und Schildkrötenfragment. Das habe ich ja oben auf dem Dach gefunden. Passt schon soweit, ja, ja. Das brauchen wir für später. Ich war jetzt verwirrt, aber wir brauchen tatsächlich nur die Gedenktafeln. Die drei Stück, um dann da was machen zu können. Die Fragmente dienen einem anderen Zweck, der dann später noch wichtig wird. Ich glaube, gegen die kämpfe ich mal wieder. Um hier ein bisschen EP mitzunehmen. Gerade bei den drei Stück, da lohnt sich's auch richtig. Ja. Ja, das mit den Fragmenten wird definitiv auch noch lustig irgendwann. Aber das dauert noch ein wenig, bis wir so weit sind. Also das dauert schon noch etliche Parts. Aber vor dem Endkampf müssen wir das auf jeden Fall noch mitnehmen. Sonst kriegen wir da ein Problem. So, ich würde fast sagen, wir machen das so und machen das so und machen das so. Toll. Ich hoffe, dass das jetzt trifft von Sarosh. Okay, reicht auch aus. Sehr gut. Gut, die schlagen alle nur normal zu. Sollen wir dann soweit recht sein? Sie schlägt auch mal normal zu. Bump. Sollte vielleicht auch ausreichen, dass wir die drei killen. Seelensog. Und tschüss. Phantomsense! Dunerwetter. Ja, okay. Das droppen die wahrscheinlich mit einer gewissen prozentualen Zahl.
Schauen wir schnell nach. Das Irrlicht droppt die Phantomsense mit 4%iger Chance, genau. Richtig. Okay. Ich schätze mal, dass das ein Ausrüstungsgegenstand für Susuna sein wird. Nein, das ist nicht. Okay. Ah ja, ich kann ja auch noch was anlegen. So. Resistenz, aha. Und vermindert Stärke. Ja, dann machen wir den mal mit rein. Für wen ist denn dann die Phantomsense? Ah, für Aras, okay. Eine Lanze, die den Gegner vergiften kann. Und sie ist auch ein bisschen stärker. Ja, es ist hier gar nicht mal so schlecht, was man hier alles erhalten kann. Gut, jetzt ging es hier in den Garten zum Grab. So, jetzt werden wir uns vorher mal hier noch ein bisschen auffrischen. Quasi. Kampf noch mitnehmen. Ah ja, da haben wir alle so ein bisschen dabei. So, ich mache hier mal die Lichtpfeile gegen das Phantom. Wenn sie treffen, jawohl. Ja, die Phantome halten schon ein bisschen was aus. Auf jeden Fall mehr wie die ganzen anderen Gegner. Okay, erst eine Barriere drauf. Und gestärkt. So, dann machen wir das so, dann machen wir das so und machen das so. Müsste eigentlich reichen. Na gut, das war für ein Arsch. Gut. So. Wunderbärchen. Gut. Tja, dann hoch zu dem Grab. So, jetzt muss ich hier nochmal mich ein bisschen auffrischen. Der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Ich überlege jetzt gerade, soll ich die Kampfaufstellung vielleicht nochmal ändern? Fair irgendwo mit reinnehmen? Nee, Licht ist eigentlich so aktuell ganz gut, wie ich es ausgerüstet habe. Wir lassen das mal so. Dieses Grab sieht aus, sticht aus den anderen heraus. Hier sind drei Vertiefungen. Sieht aus, als könne man dort etwas einfügen. Dort lassen sich bestimmt die drei Tafeln einfügen, die wir gefunden haben. Ob das gut ist, Lilia? Ah, jetzt kommt der Typ wieder her. Aha. Mein Vermächtnis. Ach, es ist Yasra. Schon wieder dieses Gefühl, das muss ja sein. Yasra. Mein. Ach du Heiliges. Ja gut, aber ich vermute, dass auch gegen ihn sowas stark ist. Es ist ein Boss, also wird wahrscheinlich sowas wie Einschläfern eh nicht funktionieren. Aber wir versuchen mal Gift und... Moment, was kann ich alles angreifen? Ach, ich kann die Arme einzeln an... Okay. Okay. Ja gut, wir versuchen ihn mal einzuschläfern. Lichtpfeile. Die Mucke hier ist extrem cool. Mal wieder. Okay, daneben. Naja, gut, dass das nicht hinhaut, war fast klar. Okay. Aber ich würde schon sagen, dass wir erstmal versuchen, die Arme wegzukriegen, weil so sind es halt im Prinzip drei Gegner, ne? Das ist ein bisschen das Problem. So, Sarosch wird heilen, definitiv. Lichtpfeile. Dass er da auch was Effektives zu tun kriegt, weil er macht ihn. Okay, die Lichtpfeile helfen mir gar nichts. Das ist schlecht, äußerst schlecht. Okay. Dampfhammer. Okay. So, das sieht nicht gut aus. Dann machen wir Folgendes. Heilen und sie wird sich auch heilen. Anders kommen wir hier nicht zurecht. Sonst überstehe ich das nicht. Das sieht schon ganz gut aus soweit, aber der Kampf ist nicht so einfach. Boah. Okay. Gut. Haut soweit schon noch hin. Ich muss weiter draufhauen.
um mit den anderen versuchen zu heilen. Das Problem ist, ich muss jetzt dann auch mal die Marquis von Lilaire heilen. Sonst kann ich da nichts weiter mehr machen. Das bringt mir sonst nichts. Seelenqual. Oh man. Okay, das war schon mal für den Arsch. Hm. Gut, da Maler mir hier nichts hilft, muss ich auf irgendeine andere Taktik gehen. So, lass mal überlegen. Giftschneide kann Gegner blenden. Vielleicht ist Blenden gar nicht mal so schlecht. Oder ich nehme irgendwas, was vielleicht sei. Verursacht Windschaden, richtig großen Schaden gegenüber Untoten an. Dann sollten wir vielleicht das mitmachen. Einschläfern, Kombinationsspiel. Ja, definitiv. Wir werden Xai mit reinnehmen und wir nehmen Tapio mit rein. Sonst sehe ich da etwas schwarz, sonst wird das nichts. Weil wir brauchen Leute, die draufhauen können und die auch ein bisschen massiven Schaden machen. Sonst komme ich hier nicht weiter. Der Kampf wird so schon nicht einfach und dann, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. So. Also pass auf. Kreuzschnitt. Und wir werden hier mal versuchen, ihn trotzdem einzuschläfern. Es ist ein Boss, ich weiß es. Und das geht auch daneben, okay. Ach, wahrscheinlich, weil es ein Geist ist, helfen mir da nur Elementarangriffe. Das wäre schlecht. Das wäre äußerst schlecht. Hm. Windschaden. Kann Gegner betäuben. Dämonen, aber er ist ja eigentlich kein Dämon, ne? Ich probiere mal trotzdem Wind. Und ich probiere mal nochmal den Schlag der Benommenheit. Aber ich gehe davon aus, dass hier wirklich... Nee, das kannst du vergessen. Ja, okay, Wind ist jetzt nicht mal so schlecht. Aber Lichtangriffe sind immer noch am besten. So, das sieht hier aktuell schon wieder nicht besonders gut aus. Ich komme nicht drum rum zu heilen. Sonst ist Feierabend. Mit Lilaire schaut es eh schon knapp aus. Ich hoffe, er geht nicht auf sie. Okay, er pusht sich. Okay. So, wir müssen einfach weiter draufhauen. Und ich würde fast sagen, ich nehme mal ein Elixier für Lilaire. Und Tapio soll mal Xai heilen. So ist es wahrscheinlich am sinnvollsten. Ja, der Kampf ist definitiv nicht leicht. Das steht außer Frage. Aber ich gehe mal davon aus, wenn ein Arm weg ist, dann wird es deutlich leichter. Aber so weit müssen wir natürlich erstmal kommen. So, wir werden hier mal Supermagietrank anwenden und ich probiere mal ja, die Symphonie der Blitze einfach mal aus. Mal schauen, was dabei rumkommt. Naja, Donnerschaden kannst du vergessen. Nur Licht und Atmosphäre macht wirklich Schaden. Okay. Gut. Also wir müssen wirklich schauen, dass die beiden am Ball bleiben, Lilaire und Aras. Weil die nützen mir hier einfach am meisten in diesem Kampf. Alles andere kannst vergessen. Boah. Oh nein, Lilaire geht down. Mist. Okay. Wir hauen trotzdem weiter drauf. Ich hole Lilaire zurück.
und Tapir wird Aras heilen, ja. Anders geht's nicht. Ich hatte den Kampf echt gar nicht mehr so schlimm in Erinnerung. Okay, das ist schon mal gut. Das ist weniger gut. Das ist wirklich relativ zäh, der Typ. So, wir können tatsächlich jetzt nochmal sowas probieren wie einen Nackenhieb, aber ich glaube es nicht. Ich glaube nur, dass elementare Angriffe Schaden machen. Ja, nee, kann's vergessen. Brauchen wir gar nicht mehr probieren. Das ist Ressourcenverschwendung. Nützt mir nichts. Okay. So, das machen wir so. Und Tapio mal einen Magietrank auf Aras, einen kleinen. Das sollte hinhauen. Aber das Team, glaube ich, spielt gut zusammen, so wie ich es aufgestellt habe. Das ist eigentlich eine optimale Sache. Das sieht zumindest ganz gut aus. In dem Fall. So, mal heilen und tja, was machen wir denn? Was habe ich denn noch so an Gegenständen? Ja, ich verteidige mal mit Tavio. Er bringt mir aktuell in der Runde nichts. Haut so nicht hin. Umso besser, wenn er auf ihn geht, Yasra. Wenn er verteidigt, macht es so schon weniger Schaden. So, dann werden wir... Warte mal, Technik. Ich mache nochmal den kreischenden Sturm und wir werden Aras heilen. Ich glaube, vom Level her ist Yasra zu schaffen. Ohne Probleme. Es ist nicht einfach, aber anspruchsvolle Kämpfe machen ja auch Spaß an sich. Ich hoffe nicht, dass er wieder seinen Instant Death Zauber irgendwann mal macht. Die Attacke, die er vorhin gebracht hat. Weil die ist wirklich nicht lustig. So, wir verteidigen. Das bringt mir nichts. Nächste Runde werde ich mal wieder ein bisschen MP heilen. So, der rechte Arm dürfte dann langsam mal down gehen. Das wäre ganz schön zumindest mal so. So, wir werden hier mal Magie und normaler Heiltrank anwenden. Okay, der Arm dürfte jetzt dann langsam down gehen. Wäre nett, wenn es soweit käme. Magieheilung, Verteidigung. Na, der hält ganz schön was aus. Mensch, hält der mehr aus wie der Linke? Vielleicht ist es nur so ein Gefühl, ich weiß es nicht. Kann schon sein. Okay, er pusht sich. So, Materienknall. Machen wir mal den kreischenden Sturm. Verteidigung. Er kann nichts machen, Tapio. Ja, es macht ein bisschen Schaden, aber nicht besonders viel. Vielleicht ist es da gescheiter, wenn ich ihn einfach mal so draufhauen lasse. Könnten wir auch mal ausprobieren, ne? Mache ich jetzt gleich mal. So, dann würde ich sagen, Heilung und Tapio haut mal drauf. Ach, das macht auch keinen Schaden. Okay. Ist nicht schlimm. So, wir kommen so schon ans Ziel. Zwar relativ langsam, aber geht halt nicht anders. Ich kann es nicht ändern. Ich meine, irgendwelche Elementare hätten sich ja auch noch Schaden gemacht. Aber das nützt mir jetzt nichts. Jetzt ist der Kampf eh schon... Hat der Kampf eh schon angefangen. Wir verteidigen mal wieder. Aber man sieht es mal wieder, es kommt viel, viel auf RNG an. Weil wenn er einfach sich pusht, dann ist mir das ultra recht, wie wenn er seinen bösen Zauber macht, der uns instant killt.
Aber das kann man eben nicht beeinflussen. Das ist eben, wie es der Zufall so will, ne? Okay. So, dann werden wir hier mal ein Elixier schmeißen und hier verteidigen. Jawohl. So, den schaffen wir in dem Part auf jeden Fall noch. Ah, doof. Okay, Lulea geht down. Macht soweit nichts. Wir schmeißen Lebenswasser und ich glaube, Tapio dürfte später dran sein. Dann mache ich einen super Magietrank. Ja, passt sehr gut. Xai ist immer relativ schnell. Haben wir die Runde sinnvoll genutzt. Optimal. So muss es laufen. Tja. Xayah und Tapir sind eben die Heiler hier. In dem Kampf. Anders geht's leider nicht. Sie nützen mir hier leider nichts. Weil sie einfach keinen Schaden machen. Mit ihren magischen und physischen Angriffen. Nur die Elementar-Magie macht Schaden. Wie mir scheint. Aber gut, das wird scheiße. Schaut doch schon gut aus. Er wird immer röter und röter. Und aktuell pusht er sich die ganze Zeit nur. Was ja auch schon mal positiv ist vom Ganzen her. So, ich bin mal gespannt, wann Lulea dann ihren starken Atmosphäre. Oh. Okay, ist aber nochmal gut ausgegangen. Das kriegen wir hin. Wir machen ein Elixier. Okay. Xai macht was Sinnvolles. Er haut mal drauf und Tapio bringt mir Lulea zurück. Ja, dass dieser Seelenqual-Angriff kommt, das war ja wieder klar, ne? Irgendwann muss der einfach immer mal kommen. Sonst wäre es ja auch zu langweilig. So, dann hier gleich nochmal heilen und verteidigen. Typisch. Zwischendrin müssen einfach immer nochmal so Dinge kommen, wo ich mir dann denke, yay! Okay. Keine Musik. 2000 Erfahrungspunkte, 4000 Zenny und eine Seekarte. Okay. Level up für Lilea. Und für Tapio. Das ging der Kampf, der war okay. Hilfe. Er wirkt unheimlich gequält, erlösen wir ihn von seinen Schmerzen. Lilea fügt die drei Gedenktafeln in die Vertiefungen ein. Vielen Dank. Okay. Anscheinend. Eine arme, gekränkte Seele, gefangen in eine Ewigkeit voller Schmerz und Leid. Aber nun endlich Ruhe in Frieden, Yasra. Ah, und der Nebel ist weg. Gut. Das ist ja schon mal positiv. Vielleicht sind jetzt auch die ganzen Geisterdinger im... Ja. Anscheinend hat sich das jetzt hier alles beruhigt, wie mir scheint. Kann man mal machen, ne? Gut, naja, dann sieht das doch gut aus. Haben wir den Kampf gut hingekriegt und können hier aus dem Anwesen verschwinden. Haben wieder was Gutes getan und man braucht jetzt hier innen auch keine Lampe mehr, man sieht alles, das ist schön. Aber gut, wir haben alles abgeklappert. Soweit gab es nichts mehr zu erledigen. Das Fragment haben wir auch gefunden und dann würde ich sagen, geht's hier raus. Dann sind wir hier mit dem Anwesen fertig. Ah, und jetzt sieht das Ganze auch schon viel freundlicher aus. Nicht mehr so düsterig und so, ne? Okay. Sehr schön, sehr schön. Auch hier kein Nebel mehr. Mhm. Gut, und dann haben wir wieder lustige Mucke. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. In diesem Sinne, bis dann und ciao, ciao.